Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Partnerinnen und Partner im Bündnis Gesund Aufwachsen. Zur digitalen Veranstaltung Stärkung der Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen grüße ich Sie sehr herzlich. Es ist hier im Land eigentlich eine gute Tradition, dass das Plenum des Bündnis Gesund Aufwachsen gemeinsam mit der Kindergesundheitskonferenz Brandenburg stattfindet. Aber wie so vieles in diesem Jahr läuft es diesmal anders. Mehr Medienkompetenz wird von uns allen erwartet. Das Plenum hat bereits im November im Rahmen der Online-Veranstaltung die Beschlüsse für 2020 bis 2022 gefasst. Das Thema Stärkung der Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen, das wir auf der im Juni geplanten Kindergesundheitskonferenz behandeln wollten, findet nun heute in Form eines digitalen Fachtages statt. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich zugeschaltet sind. Denn nicht nur unsere private und berufliche Lebenswelt hat sich in den letzten Monaten stark gewandelt, auch der Alltag von Kindern in Brandenburg sieht unter Corona-Bedingungen anders aus. Schulen, Sportvereine, Musikgruppen, Jugendtreffs und viele weitere Einrichtungen, in denen Kinder und Jugendliche zusammenkommen und gemeinsam Zeit verbringen, mussten ihr Programm kürzen, vorübergehend einstellen oder unter Berücksichtigung der Hygieneregeln grundlegend umgestalten. Diese Umgestaltung erfolgte vornehmlich in den digitalen Bereich. Wie auch wir uns heute auf einer digitalen Plattform zusammenfinden, trafen sich Schüler und Schülerinnen insbesondere in der Zeit vor den Sommerferien im digitalen Format mit ihren Lehrerinnen und Lehrern, erhielten Aufgaben via E-Mail und trafen ihre Klassenkameradinnen und Klassenkameraden auf Chat-Plattformen. Mehr als 3/4 der in der Health Behavior Studie befragten Kinder und Jugendlichen in Brandenburg berichten, mehrmals täglich mit ihren Freundinnen und Freunden über soziale Medien zu kommunizieren. Der Zugang zu digitalen Medien war während der Schulschließungen und des weitgehenden Lockdowns im Frühjahr entscheidend für den Zugang zu Bildung, Teilhabe und sozialen Kontakten. Doch allein der technische Zugang zu den digitalen Informations- und Austauschmöglichkeiten ist nicht ausreichend. Insbesondere der sichere und der kritische Umgang mit Medien ist eine Schlüsselqualifikation für die Teilhabe in unserer Gesellschaft geworden. Die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen und politischen Zielen wird immer stärker über digitale und sogenannte soziale Medien vermittelt. Fake News und Filterblasen sind Stichworte, die verdeutlichen, dass die kritische Auseinandersetzung mit der digitalen Welt immer wichtiger wird. Auch ganz alltägliche Aufgaben, wie zum Beispiel der Ticketkauf, die Nutzung von Navigationssystemen, die Anmeldung im Sportverein oder in der Musikschule, verschieben sich immer mehr ins Digitale. Ebenso wird das Konsumverhalten immer mehr von Online-Shops, kontaktlosen Bezahlen und Werbealgorithmen bestimmt. Wem hier der Zugang zum Internet aufgrund fehlender Kenntnisse oder Ressourcen verwehrt bleibt, verpasst auch Chancen im realen Leben. Gleichzeitig birgt ein Zugang ohne notwendigen Wissenhintergrund Gefahren. Als Freizeitbeschäftigung und zu Unterhaltungszwecken sind die digitalen Medien aus dem Alltag vieler Kinder und Jugendlicher nicht mehr wegzudenken. Streamingdienste für Video und Musik und Messenger-Dienste zum Austausch untereinander werden laut GYM-Studie 2019 von 93% der befragten Jugendlichen regelmäßig genutzt. Insgesamt sind 9 von 10 Jugendlichen in Deutschland täglich online und das durchschnittlich fast 3,5 Stunden am Tag. Auch immer mehr jüngere Kinder nutzen Tablet, Smartphone und Co. 3/4 der Kinder zwischen 6 und 13 Jahren schauen in Deutschland täglich Fernsehen. Digitale Spiele sowie die Nutzung eines Mobiltelefons gehören für 3 von 5 Kindern zum Alltag. Während der letzten Monate ist ein deutlicher Anstieg des Medienkonsums bei Kindern und Jugendlichen zu verzeichnen.
Bei all den Chancen, die die Digitalisierung mit sich bringt, birgt dieser Anstieg auch Risiken. Übersteigerte Nutzungsgewohnheiten können negative gesundheitliche Folgen haben und mit suchtähnlichen Verhaltensmustern wie der Vernachlässigung anderer Aktivitäten und sozialer Kontakte einhergehen. Die DAK verzeichnete in ihrer Studie Mediensucht 2020 immer mehr Fälle solcher Mediensucht unter Kindern und Jugendlichen. Dabei weisen Schülerinnen und Schüler an Förder- und Oberschulen sowie Lernenden aus Familien mit niedrigem Wohlstand häufiger Symptome für eine problematische Nutzung sozialer Medien auf. Jeder fünfte Jugendliche gibt zudem an, bereits mit Hass im Netz in Form von zum Beispiel beleidigenden Kommentaren konfrontiert worden zu sein. Ein Drittel der befragten Jugendlichen kennt jemanden im Bekanntenkreis, der oder die bereits Opfer von Cybermobbing wurde. Diesem Trend müssen wir aktiv entgegenwirken. Die Stärkung der Kompetenz von Kindern und Jugendlichen ist eine wichtige Aufgabe. Bei der Umsetzung müssen wir auch all diejenigen mitnehmen, die Bezugspersonen für die Kinder und Jugendlichen sind, ihre Eltern und Familien, die Lehrerinnen und Pädagogen in Freizeiteinrichtungen und Vereinen. Auch sie müssen sich mit den Risiken und Chancen digitaler Angebote auseinandersetzen, wenn sie Kinder und Jugendliche wirkungsvoll begleiten wollen. Im Land Brandenburg gibt es schon länger verschiedene Ansätze, die Fähigkeit zur sachgerechten Nutzung, insbesondere digitaler Medien und Kommunikationsformen, zu stärken. Da ist zu nennen die Schulen im Kontext der Offensive Medien an unseren Schulen in den Jahren 2000 bis 2006. Da ist zu nennen die Jugendarbeit, die seit 2005 zur sukzessiven Einrichtung von Jugendinformations- und Medienzentren geführt hat, oder die Familien im Kontext der aktuellen Auseinandersetzung mit Fragen des Daten- und Jugendmedienschutzes im sogenannten Mitmach-Web 2.0. Mit der heutigen Veranstaltung werden Sie einige weitere praktische Projekte und Handlungsansätze kennenlernen. An das Bestehende können wir anknüpfen und Schwerpunkte für die künftige Arbeit setzen. Wir wollen uns heute anschauen, was gute Angebote zur Medienkompetenz auszeichnet. Denn in der sich ständig verändernden, schnelllebigen Welt der Medien gilt es auch, unser Verständnis von kompetentem Umgang mit Medien ständig zu hinterfragen und auf die neueste Version zu bringen, sozusagen abzudaten. Bei der Nutzung digitaler Medien ist uns die sogenannte Generation der Digital Natives oft schon einen Schritt voraus. Sie haben bereits Erfahrungen gemacht und die digitalen Informations- und Kommunikationsmittel fest in ihren Lebensalltag integriert. Sie warten nicht darauf, dass man ihnen erklärt, wie es richtig geht. Nicht nur deshalb müssen wir die Kinder und Jugendlichen ernst nehmen und ihren Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Auseinandersetzung mit Chancen und Risiken digitaler Medien geben. Denn wer Einfluss auf seine Lebenswelt hat und dies auch so wahrnimmt, hat bessere Chancen, gesund zu bleiben. Die Veranstaltung heute findet im Rahmen des Bündnisses Gesund aufwachsen statt. Das Bündnis ist ein 2004 gegründetes landesweites Netzwerk für Kinder- und Jugendgesundheit im Land Brandenburg. Es versteht sich als Forum und Plattform für die fachliche und politische Diskussion der Fragen, welche Bedingungen Kinder brauchen, um gesund aufwachsen zu können. Dabei geht es immer auch um Chancengerechtigkeit, besonders mit Blick auf die Gesundheit. Wir wissen, dass Kinder und Jugendliche aus Familien in schwieriger sozialer Lage höheren gesundheitlichen Belastungen ausgesetzt sind und über weniger Bewältigungsmöglichkeiten verfügen als sozial besser gestellte Kinder und Jugendliche. Das sollten wir auch beim heutigen Thema nicht aus dem Blick verlieren. Gesundheitsförderung ist dann besonders erfolgreich,
wenn sie in den Lebenswelten der Menschen verankert ist und die Angebote aufeinander abgestimmt werden. Dafür sind eine gute Kommunikation und regelmäßiger Austausch erforderlich. Die heutige Veranstaltung wird durch drei Fachpersonen unterstützt, die bereits im Vorfeld der Veranstaltung ihre Impulsbeiträge zur Verfügung gestellt haben und die heute für Diskussionen und Nachfragen zur Verfügung stehen. Sie bringen unterschiedliche Perspektiven auf das komplexe Thema Medienkompetenz ein, sodass wir alle ein vieldimensionales Bild erhalten können. Ich danke sehr herzlich Herrn Bastian Bieling von dem Landesfachverband Medienbildung Brandenburg, Herrn Dr. Thomas Gabriel Rüdiger von der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg und Frau Jessica Euler von der Aktion Kinder- und Jugendschutz Brandenburg für ihre Beiträge und Impulse in der Diskussion. Vielen Dank, dass Sie uns an Ihren Erfahrungen und Erkenntnissen teilhaben lassen. Ich wünsche mir, dass wir hier noch viele Impulse und viel mehr Rückenwind bekommen. Mein herzlicher Dank gilt auch den vielen engagierten Mitgliedern in den Arbeitsgruppen des Bündnisses Gesund aufwachsen. Die heutige Veranstaltung zum Beispiel geht auf einen Impuls aus der Arbeitsgemeinschaft Frühe Hilfen und pädiatrische Versorgung zurück, den die AG Lebenskompetenz, Ernährung und Bewegung aufgegriffen hat. Ohne ihr Engagement und ihre Bereitschaft, über alle Barrieren hinweg Maßnahmen zu initiieren und gemeinsam durchzuführen, würde das Bündnis seinen Zweck verfehlen. Alle Kinder und Jugendlichen im Land Brandenburg sollen gesund und unbeschwert aufwachsen. Dafür ist ihre Arbeit unverzichtbar. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Tagungsverlauf. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie gesund.